Jo, es gibt meine GTA-Freunde und auch sehr liebe Listen. Willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen Aktions-Freeze-Glitch machen könnt. Dafür, ich hole jetzt erstmal ein anderes Outfit, dafür braucht ihr nur ein Fahrzeug, okay? So, was ihr jetzt macht, ihr steigt jetzt in euer Fahrzeug ein, öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Aussehen, geht runter auf Aktion. Und jetzt sucht ihr euch einfach eine Aktion aus, egal welche. Ich mache jetzt hier, was machen wir? Ja, Trockenvögeln. Was ihr jetzt macht, ihr drückt Aussteigen und bestätigt das Ganze zeitgleich. Also in meinem Fall X und Dreieck gleichzeitig. Das heißt, ihr macht es, ihr bestätigt es und ihr seht, das Ganze ist gefreezed. Ihr lauft jetzt nur so rum. Und da könnt ihr auch wirklich, wenn ihr jetzt auf Aussehen geht, auf Aktionen. So, und macht jetzt ein anderes. Dann seht ihr, ihr seid wieder normal. Und jetzt können wir uns auch mal gern ein anderes aussuchen. So, wir steigen wieder ins Auto ein. Öffnet unser Interaktionsmenü. Gehen auf Aussehen. Gehen auf Aktionen. Nehmen wir jetzt einfach mal andocken und machen wieder bestätigen und aussteigen gleichzeitig. So. Und laufen halt jetzt die ganze Zeit so rum. Also ich finde den Glitch an sich mega witzig. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und dann würde ich an der Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Wenn neu seid, gerne auch ein Abo. Dann sage ich, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.